Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren wunderschönen Aufnahmesession hier in Forza Horizon 5, wieder mit Herr Starwolf. Hallo. Hallo. Mit der Krankwolf. Mit der Crankwolf? The Crankwolf, genau. Ein wenig verschnupft. Der Schneewolf. Der Schneewolfen. wir haben uns drei neue Autos zusammengebaut, beziehungsweise, ja, mehr oder weniger. Was hat man gesagt? Für Offroad den Trailcat? Ja. Für Dirtrennen irgendwo hinten Mitsubishi Lancer, den wir sowieso schon hatten. Ich nicht, ich nehme was anderes. Er nimmt was anderes. Und wo habe ich ihn jetzt? Ford. Ich habe mir noch... Mein Ford ist weg. Mein Ford ist... Ah, nee, da ist er. Der ist Ford, ja. Der Mustang GT im... Matti Benedetto Paint Scheme. Nur so ein persönliches Ding. Juti. Ja. Aufgrund der Tatsache, dass ich selber privat weitergespielt habe, sieht meine Karte jetzt ein bisschen voller aus. Das macht nichts. Ein bisschen viel voller. Du warst quasi schon überall. Ich war überall mal vorbeigeschaut, ja. Ach, Level 51, ja sicher. Das ist gar nichts. Also ich habe letztens Leute gesehen, die hatten eine 2 davor. Ja, das sind alles Cheater. Ja, alles so, Cheater. Aber ja, Level 51, ja. Ich habe ja gesagt, ein bisschen. Ja, nee, hey. Wo hast du das jetzt überhaupt gesehen? In der Kolonne. Da standen unsere Level neben den Namen. Okay, in der Kolonne steht bei mir gar nichts drin. Ah, du bist in der Kolonne drin, ja? Ja, ja. Sehr schön. Entschuldigung. Macht nix. Galt ja auch nicht dir, galt den Zuschauern. Ja, wenn die das überhaupt hören. Mal schauen. Kann ja auch sein, dass ich das rausschneide. Genau in dem Moment. Beep. So Piepton. wo ist denn eigentlich der Herr? Am Flughafen. Am Flughafen? Der südliche Flughafen? Gibt's mehrere? Da drüber. Süd, Nordöst. Ah, du bist da. Querfeld ein und Querfeld ein. Ich fahr mal zum Querfeld ein. Ich bin mal sehr gespannt. Den Trailcat kenne ich ja noch aus Horizon 4. Ich meine, da habe ich den ganz gerne tatsächlich gefahren, auch wenn er scheiße ausschaut. Weil er einfach gut war. Das Problem ist ja immer, die Autos, die einem gefallen optisch, die taugen nichts. Und die einem nicht gefallen, die taugen was. Aber ich möchte die Autos immer in der Luft steuern wie in GTA 5, weil das geht irgendwie nicht. 7,7 Kilometer wolkig verhangen und mit Ausschau auf Fleischbällchen. Okay. Wo ist mein Trailcat? Warum heißt das Ding überhaupt Trailcat? Das hat mit der Katze überhaupt nichts zu tun. 78 EP-Tafel zerstört. Trailcat. Die Musik ist lustig. Die höre ich nicht. Hast du ausgemacht? Nee, aber leise. Okay. Aber wir haben wahrscheinlich eh andere Musik, weil wir andere Sender haben. Oder? Höchstwahrscheinlich, ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was ich für einen Sender drin habe. Bei mir läuft meist Bass Arena. Habe ich eigentlich auch drin, wenn ich ihn einstelle. Aber weiß ich nicht. Guck mal, Jeep Trailcat. Fährt der erste. Auch. Sehr schön. Oh, ein Fairlady ZFE. Ist das nicht ein Nissan hier, der mit Straßenwagen? Ja, das ist ja 300. 70 Z oder so. Nur umgebaut. LKWs. Ja, da fahren zwei LKWs mit. Richtig? Ja, ich weiß, ich fahre zwischen diesen zwei LKWs. War schön da? Kuschelig. Oh. LKW kuscheln. Das Ding geht aber gut ab. Yep.
Oh, das hat gezählt. Gegenlenken. Ja, Tipp, nicht zu viel gegenlenken. Könnte Autsch machen. Allgemein nicht zu viel lenken. Nee, das ist richtig. Er hat gefühlt so eine Kartlenkung. Oh, das gibt eine nette Fähigkeitenkette, sehe ich gerade. Ja, die ist nicht ein einziges Mal abgebrochen. 18.000 mal 5. Okay, da kann ich nicht mehr. Ich habe einen Kontrollpunkt verpasst. Nein, der ist da gewesen. Ich bin so dumm. Okay, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es verschissen. Ja, das Rennen können wir nochmal neu starten. Ich bin gerade durch. Ja, neu starten kann ich ja sowieso nicht. Vierter bin ich. Das lief so gut. Ja. Hey, nein, das war auf 799. Ja. Ich dachte, ich hätte ihn auf 800 gemacht. Aber ich glaube, das tut, das ist egal. Das macht jetzt auch nichts. Boah, ich krieg immer diese Wheels für zwischendurch, das will ich doch gar nicht. Na, dass man die nicht sammeln kann einfach, ne? Ja. So, das kann ist, ich wenn jetzt... du beim Rennende direkt ein Level abpasst. Jetzt bin ich hier mitten im Nirgendwo, war super. Naja, wenigstens auf Anfänger abgeschlossen. Hey! Mach doch jetzt mal da die Route hin, du dummes Ding. So. Ich fahr jetzt einfach direkt zum nächsten, ist mir egal. Ich find's lustig, dass das Spiel dir irgendwann vorschlägt, die Schwierigkeit hochzudrehen. Ja? Mhm. Hat's bei mir noch nicht gemacht. Ich habe ja so ein paar Auszeichnungen gefarmt. Mhm. Und es gibt ja für diese Schaurennen gibt's ja mehrere Auszeichnungen. Und er hat gesagt, hey, du gewinnst zu oft. Wie wär's, wenn du mal den Schwierigkeitsgrad hochdrehst? Stimmt, ich erinnere mich. Das hatte ich im letzten Teil. Du gewinnst zu leicht. Ja. Lustige war, da hatte ich schon die Driver Tower auf und unschlagbar. Da sagt er mir, bitte stell hoch. Hä? Aber starten tut er laut richtig gut. Wenn nicht die KI im Weg ist. Wenn nicht die Deppen wieder im Weg sind. Da. Hallo, können Sie mal wegfahren? Danke, ich will Sie doch nur überholen. Oh, scheiße. Den echt schwierig zu fahren, den Wagen. Wenn er erstmal rutscht, ist er recht unstabil, ja. Ja. Und dieses präzise Lenken.
Ich habe ja schon länger einen Analogstick auf dem Dingens, aber finde ich trotzdem schwierig. Frag mich mal, ich habe nicht den Elite. Den habe ich auch nicht. Den habe ich auch nicht. Alter! Ach, du bist das da vorne. Ah, sehr schön, sehr schön. Blockierst du mich jetzt hier? Ratte. Ah, oh, nein. Checkpoint verpasst. Ja. Kurz vom Ziel. Ja. Ja, das tue ich. Boah, wirst du hier abgebremst? Ach so, das gewinnen wir aber locker. Du hast ja auch noch Punkte geholt. Ich dachte, du wärst ganz nach hinten gesetzt worden. Nein. Ah ja, da wirst du echt übel gebremst. Mhm. Kommst du auf und stehst erstmal wieder eins. Mhm. Hat gereicht. Hat gereicht. Easy. Ja, komm, gib mir den Wheelspin. Gib mir eine Hupe, ja, ich freu mich. Hab ich auch gekriegt. Ein kräner Hahn. Wer will so eine Scheiße? Mann. So, da ist ein XP-Schild. Hey Patrick, Zeit für ein Abenteuer. Alter, halt die Klappe! Ich will jetzt keine neue Stufe hier auswählen. Ich habe noch genug Events. Und EP... Baum. EP-Schilder. Du hast sogar auch EP-Schilder. Bitte? Ein Fast-Travel-Schild. Oh, die müsste man eigentlich zuerst alle mal sammeln. Ich habe es gerade zufällig gesehen. Eigentlich. Ist diese, auf dem Haus, I. Die Steipel. So, die Straße gehört auch mir, oder nicht? Wo ist denn? Ah, ich sehe. Ach, wie viele Schilder hier auf der Map einfach nur zu sehen sind. Da könnte man sich jetzt wieder eine halbe Stunde mit aufhalten. Ja. Eins. Und dann kriegst du auch noch ein Fähigkeitenlied. Naja, das ignoriere ich jetzt einfach mal gekonnt. Da ist ein Fast Travel Schild. Ah, ich verstehe. Ich guck mal. Ach, da unten ist doch was. Ich fahre derweil schon mal zum nächsten Event. Ja, ja. Ich versuche in der Zeit kurz was. Ich glaube zwar nicht, dass das Auto dafür reicht. Versuch macht klug. Ah, doch, das könnte reichen. Ich muss nur noch weiter nach links. Autsch. Boah. Ich glaube, ich werde mal so Tage die ganzen Path-Travel-Schilder einsammeln. Ich muss dazu erstmal gucken, wo die überall sind. Haben wir nicht eine Schatzkarte in der VIP-Dingens bei? Nee, ich glaube nicht. Okay. Also ich hier, falls ich. Ja gut, dann habe ich die auch nicht. So, Flugplatz, Querfeldeinstrecke. Oh, zu weit geflogen. Du kannst starten, ja. Ja, ich kann. Ich tue. Ich mach mal. Soll ich mal den ausprobieren? Offroad 8.3, der hat 10. Handling 3,8 zu 6,0. Ich probiere es einfach mal, obwohl ich mir den für was anderes gekauft habe. Scheiße, er hat wahrscheinlich die falschen Reifen drauf. Ach, da musst du ja auch eine andere. Scheiße, hab ich jetzt nicht dran drüber nach. Egal. Ich werde einfach gleich sehen, was ich für Autoausfall kriege. Ja.
Ich vergesse immer, dass das an die Klasse gekoppelt ist. Ach, der lernt's doch. Ja. Ja, der hat bei mir auch leider Slicks drauf. Okay, Slicks habe ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass das... Ich hoffe jetzt einfach, dass die Drivatare auch Slicks oder ähnliches drauf haben. Eigentlich hatte ich dafür für die Dirtrennen einen anderen Wagen genommen. Das ist das, was ich mir für die Dirtrennen gekauft habe. Nur habe ich natürlich die Reifen vergessen. Guck mal, wir fahren alle den Lancer. Das ist doch schon mal fair. So, wenn die jetzt alle Slicks drauf haben, dann haben wir eine realistische Chance. Gut, dass das gar nicht rutschig ist. Ui, ui, ui. Ey, was soll das? Kann mir mal einer ich brauche mal eben das Carglass-Service, meine Scheibe ist put. Ich sehe nichts mehr. Wollt ihr mich am Checkpoint vorbeischieben? Warte. Gott. Also, der Lancer braucht definitiv noch andere Bereifung. Der rutscht ein, zwar durch die Kurven, ey. Ja, aber Grip hat der keinen. Checkpoint. Checkpoint. Weißt du, überholt mich und blockiert mich dann. Okay, das war die Wand. Du musst gewinnen. Weiß ich, wie du mit dem Auto so gut klarkommst. Wahrscheinlich, weil ich in letzter Zeit schon öfter gefahren bin. Ja. Okay. Gutes Argument. Ich bin viel zu langsam in der Kiste. Okay, vornehmen. Sehr schön. Nö, ich werde letzter. Neue Reifen. Das Spiel ist doch jetzt mittlerweile offiziell draußen, oder ist das erst ab morgen? Nein, seit gestern. 9. war das. Okay. Oh, hinter mir ist ein Fast Travel Schild. Ah, natürlich. Hm? Natürlich ist das wieder irgendwo, wo ich hinspringen muss. Natürlich. Hier sind jede Menge Schilder. Da oben ist auch ein Schild auf dem Flugzeug drauf. Okay, das ist aber easy. Juhu!
Das ist bestimmt in der Röhre hier drin. Da passe ich mit dem Auto nicht rein. Doch, da passe ich wohl rein. Moins. So, welches Schild meinst du? Ich hab's schon eingesammelt. Ach. Ist nur ein Fast Travel Schild hier. Nee, ich hab's aber noch. Ist eine Rampe. Ja, ich von der anderen Seite. Die... Von welcher anderen Seite? Von der, na gut. Von der Seite hier, wo ich stehe, fährst du direkt auf die Rampe zu. Auf die Minimap. Ah. Mal schauen. Siehst du mich noch stehen? Nee, ich sehe dich leider nicht. Achso. Komm mal auf die mittlere Rollbahn. Es gibt nur zwei. Ja, die andere. Nicht die, jetzt sehe ich dich wieder. Okay, jetzt sehe ich dich wieder. So, jetzt müsst du die Rampe sehen. Wenn du mal Richtung Schild guckst, siehst du. Ah, da! Ah, okay. Eine kleine. Ja, ja, reicht aber. Oh, easy, okay. So. Machen wir das hier nur noch schnell. Moins. Und dann gucken wir mal. Das hätten wir. Das hätten wir. Wir wollten die Bereifung ändern. Wir wollten, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, ja, müssen wir wohl zum Festival. Nach Hause reicht auch. Nach Hause telefonieren. Bin ich mal gespannt, welche Stufe wir dann kommen. Semi-Slicks, Horizon Semi-Slicks, Offroad. Ja, ist das jetzt Gelände? Oder ist ich habe keine Ahnung. Das ist doch... Ich verstehe das nicht. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, Offroad ist, wenn du jenseits von Feldwegen und allem anderen fährst. Und Gelände ist dann Feldwege. Gelände-Rennreifenmischung ist so Dirt-Rennen, ne? Ich habe keine Gelände. Ach doch, Gelände, ja, Gelände, ja, genau, davon gehe ich aus. So, diese Dirt, also so Feldwege halt. Ich nenne es jetzt mal Feldwege. Ja, und Offroad ist halt. Querfeldein. Querfeldein, ja. Das heißt, der bräuchte dann Gelände. Gelände-Rennreifenmischung. Weil wir den ja im Gelände fahren wollen. Ja, das heißt, wir können ihm noch ein paar Upgrades reinballern. Genau. Zum Beispiel breitere Reifen. Breitere? Echt? Natürlich, immer bei hinten 304er drauf. Und dann der übliche Quatsch. Offroad-Federn. Leichter machen die Kiste. Nicht zu leicht machen die Kiste. Geht das? Ne, das geht natürlich nicht. Ah, das langt. Ich habe fertig. Moment, meiner ist erst 700. Jetzt ist er exakt 800. Okay, ich habe wieder 799. Einstellung installieren, kaufen. Aber 40 PS mehr. 50 Kilo runter. Bessere Bremsen. Hört sich gut an. Habe ich, glaube ich, genau so auch gemacht. Gut. Jut, ich fahre. Nicht zu fahren. Hui. Oh, das war ein Gefahrenschild. Habe ich nicht als solches erkennen können. Hat aber nicht. Ach, ein Stern. Okay. Keine neuen. Hey, mi amiga. Ich habe mit jemandem gesprochen, der einen Klassiker in einem Granero in der Gegend gefunden hat. Hättest du Lust, einen Pickup-Truck zu restaurieren? Im Prinzip schon, nur jetzt nicht. Hä?
Was? Nee, das war gerade eine Aussage auf Alejandra oder wie die hieß. Das ist Scheunenfund und hast du Lust, deinen Pickup-Truck zu restaurieren? Und dann habe ich gesagt, im Prinzip ja, aber jetzt nicht. Falls du das meinst. Ja. Okay. Dein Raumanzug, ey, immer wieder. Fällt mir nichts so ein. Ich finde den toll. Warum fahren wir denn alle Lancer? Ist das irgendwie eine eigene Klasse? Ahnung. Oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da könnten ruhig mal ein paar Subarus bei sein oder so. Haben wir jetzt hier Asphalt? Ein bisschen, ja. So kann es sein, hätte ich mir auch Slicks drauf machen können. Ja, nee, ist klar. Checkpoint? Ja. Ey, schon wieder, ey, was soll denn das? Gewinnen. Super. Ja, okay, war doch relativ einfach dann. Ich habe das Gefühl, dass die Driver keine Geländereifen drauf haben. Weil im Dirt waren die irgendwie langsam. Irgendwie. Ja. Sollte ich dem wieder die Standardfedern draufziehen? Was hast du denn draufgetan? Rennfedern. Ich habe dem Offroad-Federn draufgetan. Rennfedern, da liegt er zu tief. Das merke ich gerade. Ich habe auf dem Gelände so ein bisschen aufgesetzt. Ja, untersteuern? Aha. Ich dachte mir, Offroad-Federn ist gerade für die Asphaltabschnitte dann doch zu hoch. Ja, aber Rennfedern sind für Dirt-Abschnitte zu tief. Ein Firebird Forza Edition. Erfolg für gekriegt. Schön. Ich sehe gar keine Dirt. Dann. Nö, ich hab keine Dirtrennen mehr. Ja, dann geh auf Kampagne, Abenteuer von Horizon und schalte mehr Dirtrennen frei. Nee, dann habe ich ja den ganzen anderen Mist auch noch zusätzlich dabei, will ich nicht. Dann müssen wir was anderes fahren. Genau, das machen wir auch. You can start the event. Juhu! Probieren wir's. Da du ja gerade frisch die neuen Fähren eingebaut hast, müssen wir die ja trotzdem testen.
Gucken wir mal, wie das Ding querfeldein so fährt. Querfeldein? Ja, ich schätze mal, die anderen haben jetzt auch alle den Lancer, dann ist das wieder einigermaßen fair. Warum? Was? Warum Was? Kann ich da kein anderes Auto wählen? Weil ich die Klasse vorgebe. Ah, okay. Du sagst nur Lancer. Nee. Ich wähle nur bei mir den Lancer und dann macht der Rest macht er dann automatisch. Okay. Ich weiß nicht, warum dann nur der Lancer geht. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Wie wir die alle stehen lassen. Ich habe den Checkpoint verpasst. Ach, du auch. Bin dran vorbeigeflogen. Oh, hier stehen sie auch alle an der Seite rum. Ja. Das gibt's nicht, ey. Ich krieg keinen Kontrollpunkt. Sobald du auf Asphalt kommst, hast du gar keinen Grip mehr. Und im Wasser auch nicht. War ja mal wieder ein Fail. Ja. Okay, in das Auto, ne, das ist dafür nix. Wieder was gelernt. Das Problem ist, in der Wasserpassage säuft er ab. Ja, richtig. Da habe ich quasi mein Seepferdchen gerade gemacht. Ich habe eine komplette Wäsche gehabt. Inklusive Dach, nicht nur Unterboden. Und Innenraum. Ja, ja. Tschüss.